Jakob und Wilhelm Grimm, die berühmten Brüder Grimm, haben ihr ganzes Leben gemeinsam verbracht. Die Familie hatte noch weitere Kinder, das heißt, die Brüder Grimm hatten auch noch weitere 4 Geschwister, 3 Brüder und eine Schwester. Doch die beiden, Jakob und Wilhelm, waren sich am nächsten. Zu einem ist Jakob der älteste der Söhne gewesen und Wilhelm ist 1 Jahr und 1 Monat jünger. Somit sind die beiden, Jakob und Wilhelm, eben auch schon sehr dicht beieinander gewesen und haben ihr ganzes Leben gemeinsam verbracht. Nach diesem Prinzip, Jakob geht 1 Jahr voraus, Wilhelm folgt im Jahr drauf. Das war so, als sie hier nach Kassel kamen, um hier die Schule zu besuchen. Zunächst ging Jakob als 11-Jähriger vor, Wilhelm kam nach. Dann zur Universität nach Marburg. Jakob ging 1 Jahr vor, Wilhelm kam nach. Und so hat sich das durch ihr ganzes Leben gezogen. Sie waren selten getrennt, häufig nur, wenn sie auf Reisen waren oder Wilhelm aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit zur Kur. Dann schrieben sie sich aber ganz ausführliche Briefe, fast täglich, wo sie sich über alle Kleinigkeiten des Alltags, über ihre Gedanken, ihre Vorhaben berichtet haben. Und sie haben schon in jungen Jahren die Briefe unterschrieben mit "Dein treuer Bruder bis in den Tod". Was natürlich eben auch schon diese enge Beziehung unter den Geschwistern Jakob und Wilhelm zeigt. Jakob und Wilhelm hatten noch 4 weitere Geschwister, 3 jüngere Brüder und eine Schwester. Die jüngeren Brüder, zu denen war das Verhältnis sehr ambivalent. Der jüngste Bruder, Ludwig Emil Grimm, auch der Malerbruder genannt, war später ein anerkannter Graveur und Maler und hier in Kassel an der Hochschule auch als Professor für Malerei tätig. Zu ihm hatten sie ein sehr gutes Verhältnis, weil er eben mitten im Leben stand, eine eigene Familie hatte und auch Anerkennung eben im Beruf erfahren hat. Die anderen beiden Brüder, zu denen war das Verhältnis sehr schwierig, weil die nie so recht Fuß fassen konnten. Sie haben verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, die aber immer irgendwie nicht wirklich gefruchtet haben. Häufig waren sie auf die finanzielle Unterstützung von Jakob und Wilhelm angewiesen, haben sich auch mit Themen beschäftigt, was die Brüder Grimm nicht so verstanden haben oder mit denen sie nichts anfangen konnten. Und somit haben sie einfach den Ansprüchen der älteren Brüder nicht Genüge getan und das Verhältnis blieb zeitlebens schwierig. Zur Schwester Lotte war das Verhältnis unterschiedlich. Zunächst natürlich die kleine Schwester, nach dem Tod der Mutter, als sie eigentlich die Rolle einnehmen sollte, den Haushalt zu führen und auch ein bisschen diesen mütterlichen Aspekt einzubringen, wurde es schwierig, weil die Lotte damals 15 Jahre das nicht leisten konnte und auch nicht unbedingt leisten wollte. Später, als sie ihre eigene Familie gegründet hatte, sah das ganz anders aus. Sie war als eine sehr gute Gastgeberin bekannt und somit war das Verhältnis wieder gut gekittet und sie waren sehr traurig auch über den sehr frühen Tod der jüngsten Schwester. Aber man sieht schon, dass eigentlich Jakob und Wilhelm wirklich ein eingeschweißtes Duo waren. Das zeigt eben auch die Tatsache, dass selbst nach der Heirat von Wilhelm Jakob in der gemeinsamen Wohnung wohnen blieb. Das heißt, das Dortchen, die Frau von Wilhelm, Dorothea Wild, hatte im Prinzip praktisch 2 Männer geehelicht, was sie auch häufig scherzhaft sagte, meine 2 Männer. Und sie hat es hingenommen, dass eben Jakob und Wilhelm im Vordergrund stehen, ihre Arbeit, aber auch diese brüderliche Beziehung zueinander. Und man sieht eben auch, dass die beiden sich doch die Nächsten im Leben waren. Denn nach dem Tod Wilhelms hat Wilhelm sein komplettes Erbe an Jakob vermacht. Andersrum wäre es genauso gewesen. Und nicht eben an seine Ehefrau und seine Kinder, sondern die kamen dann nach Jakob und bei der Beerdigung oder bei einer Rede auf den Tod Wilhelms hat Jakob eben geschrieben, dass mit Wilhelm auch ein Teil von ihm gestorben sei. Und das zeigt eben diese innige Beziehung, die von Anfang an das Leben der Brüder Grimm geprägt hat.